Hallihallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier im Transport Fever 2 von der Highland Mainline Karte. Die letzte Folge ist auch schon wieder ein bisschen her, also einmal ganz kurz auf den Stand der Dinge gebracht. Wir haben in der letzten Folge hier vorne die Güterzentrale hingebaut in Clifton. Hier sind auch schon LKW unterwegs. Wo fahren die denn hin? Baumstamm-LKW. Okay, wir liefern tatsächlich schon Baumstämme hier hin. Und hier hält auch schon unsere Mainline. Allerdings ist hier jetzt noch nicht viel los. Ne? Die ganzen Industrien müssen noch angeschlossen werden. Was wir allerdings vorher machen, ist, dass wir dieses Städtchen hier noch ans Netz nehmen. Clifton hier vorne. Und dann dachte ich mir, wenn wir hier von Groß Nittesheim aus losfahren, können wir hier so eine Art Bergstrecke machen, entlang dieses Bergkamms und hier in Clifton halten. Und das würde ich tatsächlich zuerst machen. Dazu nehmen wir erst einmal das Terra-Tool und planieren uns ein bisschen was hier ein. Oh, das funktioniert sehr langsam. So. Ich denke mal, das wird schon irgendwie passen. So. Genau, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Dann nehmen wir uns einen Bahnhof. Ich habe noch hier diese Clacton Station mittlerweile installiert. NSE Passenger Station. Ah, das ist ein interner Fehler. Schade. Was mit dem hier? Oh ja, der funktioniert. Dann nehmen wir mal den hier. Hätte ich gerne viergleisig und 320 an Metern. Und der kommt dann hier so schön praktisch ins Eck hinein. So. Schließen wir natürlich einmal kurz an. Wo ist denn der Eingang? Da. So. Und einmal da rein. Und meinetwegen gerne auch noch eine Querstraße. Genau, dann haben wir hier den Bahnhof von Clifton. Das heißt aber nicht Nebengleis, sondern Bahnhof. Und von hier aus bauen wir jetzt mal, oder wir bauen von hier aus, von Groß Nittesheim. Hier fährt halt die Mainline entlang. Den Tunnel werden wir nicht mitnutzen, weil das Portal nicht mehr als zwei Gleise zulässt. Daher nehmen wir uns mal ein Gleis, gerne die mit den Holzschwellen. Genau. Und dann werden wir hier so ein bisschen seitlich weg und wir müssen auf jeden Fall ganz, ganz viel Höhe gewinnen. Also das hat hier keine Zukunft mehr. Sorry. Aber wir müssen durch. Oder da muss die Stadt halt durch, ne? Wir müssen auf jeden Fall viel hin und her schwingen, um... Ja, okay, das ist schon ein bisschen schwierig. Um da Tunnel größtenteils zu vermeiden. Wie machen wir das denn sinnvollerweise? Vielleicht müssen wir noch ein bisschen in die andere Richtung. Noch ein bisschen mehr hier so und immer schön aufwärts bauen. So. Gerne vielleicht mit dem Portal. So. Ja. Ja, so in etwa. Machen wir das Ganze zweigleisig. Ich glaube, wir können das erstmal eingleisig lassen. Ich würde hier vielleicht nur einen Zug hinmachen. Allerdings müssen wir jetzt den Teil der Stadt nochmal anschließen. Dazu einmal in die Straßen gesprungen. So. Zack. Und dann einmal hier wieder rein. Genau, jetzt kann die Stadt hier wieder bauen. Meinetwegen machen wir es den noch ein bisschen hier schöner, so. Und zurück zu den Gleisen. Wir können uns eigentlich mal hier die Höhenmeter, nee, das ist das schiffbare Gewässer, hier die Höhenlinien einblenden. Also wir sind hier unten und wir müssen in diesen Bereich kommen. Also müssen wir hier so hoch. Hui, das wird ordentlich, das wird ordentlich dauern. So.
Schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Also in Realität wird das vielleicht eine Zahnradbahn sein. Hier meinetwegen gerne wieder ein Tunnel. Hier das hier meinetwegen. So. Oh, sind hier recht flach. Gerne weiterhin so. Ganz hoch. Wir wollen keinen Höhenmeter verschenken. Wir haben nicht so viel Platz. Wir müssen irgendwann ankommen. Ah, sieht aber, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Die einen oder anderen Tunnel wird es sicherlich noch geben. Wir können hier noch ein bisschen... Ah, so, einen kurzen Tunnel. Das sieht eigentlich immer ganz hübsch aus. So. Ich glaube, wenn wir uns mal die Höhenmeter angucken, sind wir schon da, oder? Wo sind wir? Wir sind hier und wir müssen dahin. Ja, wir sind praktisch, glaube ich, schon auf der richtigen Höhe. Also einmal die Gleise geschnappt. Dann einmal hier praktisch gerade. Einmal um den Berg herum. So. Ja, runter will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was ist, wenn wir das direkt verbinden? Das geht. Was haben wir da? Haben wir nochmal einen Tunnel. Das ist okay. Nehmen wir gerne hier so ein Portal. So. Und meinetwegen hier gerne eine Weiche rein. Dann ist das nicht angeschlossen. Oh, da ist aber eine Brücke. So. Und dann... Ja, so eine Steinbrücke in den Bergen, das passt immer. Ja, ne? Einmal hier raus, aus dem Tunnel, auf die Brücke drauf. So muss das. So. Müssen wir das zweigleisig machen? Fragezeichen. Ja, schon zumindest einen Teil der Strecke hätte ich gerne zweigleisig. So, also zum Beispiel. Ja, ich glaube, das passt auch schon soweit. Dann einmal zu den Signalen gesprungen. Signalisieren wir uns das Ganze hier auch noch. Einmal dahin und einmal hierhin. Einen Block machen wir jetzt mal nicht. Dann können wir hier eigentlich noch ein Ausfahrsignal setzen. Okay, dann haben wir das soweit. Dann können wir eigentlich ein Depot bauen. Und zwar hätte ich das gerne... Ach, wir haben hier ja ein Depot. Aber von hier kommen wir darüber. Schauen wir mal. Weil wir hier unterschiedliche Höhen haben. Nee, das sieht nicht gut aus. Aber so kommen wir auf jeden Fall rüber. So. Kommen wir jetzt hier raus. Ja. Und jetzt müssen wir irgendwie noch hier runter. So nicht. Nee, so auch nicht. Einmal bitte hier andocken. Ja, genau so. Einmal da rein. Und gerne einmal hier rein. Jetzt haben wir auch alle Gleise hier angeschlossen. Gerne hier die Doppelkreuzungsweiche. Okay, dann können wir uns hier einen Zug kaufen. Und zwar hätte ich gerne eine E-Lok. Was passt denn gut für die Alpen? Ja, so ein Taurus ist immer nicht schlecht. Ah, ein Krokodil. Haben wir aber, glaube ich, hier schon auf der Strecke. Hier ein deutsches Krokodil. Haben wir...
Oder haben wir das schon? Ich hätte gern irgendwas von der RHB, auch wenn das jetzt von der Spurweite nicht passt, aber ich habe, glaube ich, keine Schmalspurgleise. Würde ich mal gucken, dass ich das bis zum nächsten Mal runterlade. Oder hier so eine RE66. Ja, sowas passt auch hervorragend. Ja, nehmen wir sowas. Hier in Gera Gambronio Grün. Nehmen wir mal. Und direkt eine Doppeltraktion, weil es halt ordentlich bergauf geht. Vielleicht nicht beides in Grün, sondern einen Grün und einen in Murktalrot mit runden Lampen. Warum auch nicht? So, Passagier, irgendwas Alpines. Wir haben SBB-Loks, ja, so ein IC 2000 würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Eurocity ist immer nicht schlecht, aber es gibt auch noch diese Regionalwagen der SBB, die sehen so ein bisschen so aus. Nee. Y-Wagen passen jetzt auch nicht so, ist nicht das, was ich suche. Nee, das ist TGW. BBB Schlierenwagen wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber es gibt halt solche, aber eben auch von der SBB. Hier Eurofima-Wagen. Ach, zu neu, ne? Ja, Einheitswagen würden natürlich klappen. N-Wagen, nee, eher nicht so. Ja, dann nehmen wir halt die ÖBB Schlierenwagen. Wo sind sie? Bin ich schon dran, wieder vorbeigescrollt. Da. Nehmen wir die in grün. Ich glaube, das passt ganz gut. Wobei. Nehmen wir unterschiedliche. Also, was haben wir denn jetzt? Wir nehmen eine erste Klasse. Wir nehmen zwei zweite Klasse Wagen. Nehmen wir noch einen weiteren zweite Klasse Wagen. Und nehmen wir einen Halbgepäckwagen. Ja. Nehmen wir noch einen erste Klasse Wagen. Der kommt nochmal ans Zugschluss. Nee, das ergibt keinen Sinn. Nehmen wir den weiter vorne. So, als zweiten Wagen. Kaufen den. Und Linie sollten wir natürlich auch noch machen. So, einmal von hier nach dahin. Das funktioniert soweit. Wird auch zweigleisig angenommen. Und das ist Regio Niedesheim nach Clifton. So. Dann einmal bitte auf die Gleise setzen. Zack. Dankeschön. Schauen wir uns einmal an und fahren noch ein paar Meterchen mal mit. Sehr schön. Hier mit Kameraposition. Herrlich. Zweite Lok. Boah. Und dahinter haben wir hier die Schlierenwagen. Geht ordentlich hoch und runter da, aber naja. Sehr schön. SBB-Loks. Immer herrlich. Was haben wir hier? Weiß ich nicht, kann ich nicht lesen. Clementinen, España. So, die macht sich jetzt auf den großen Weg. Einmal hier über die Berge. Da können wir eigentlich direkt eine zweite Lok, einen zweiten Zug noch mit einsetzen.
Weil, warum auch nicht? So, hier gibt es einen Bus. Ja, sehr schön. Hier gibt es jetzt einen Zug, der die zwei Städte miteinander verbindet. Damit ist Clifton jetzt auch am Netz. Hier müsste vielleicht noch ein Bus hin. Ja, aber den Bus machen wir nicht heute, würde ich sagen. Einmal ganz kurz geguckt. Ja, 15 Minuten Aufnahmezeit. Da haben wir noch Zeit, um anderes Zeug zu machen. Wir werden auf jeden Fall noch hier runter nach Fair Rapids fahren. Hier haben wir ja diese wunderschöne Brücke vom Huge Dragon. Sie fährt auch schon unsere Mainline entlang. Die macht jetzt gerade ein Minus, weil der gesamte Weg hier hoch und runter, da gibt es halt nichts. Hier wird halt aktuell, außer ein paar Baumstämme, wird hier nichts hingebracht. Was haben wir hier? 19 Stück. Ja, okay, da müssen wir jetzt nicht weiter nachrüsten. Aber das wollen wir jetzt ändern. Wir wollen jetzt schauen, dass wir die restlichen Industrien hier mal langsam anschließen. Natürlich auch die Städte im Laufe der Zeit, aber erstmal die Industrien. Zum Beispiel würde sich hier doch anbieten, einen Zug zu machen, der Öl und noch mehr Öl auflädt und hier runterfährt. Mit so einer kleinen Rangierlok vielleicht. So eine Art Werksverkehr, wenn man möchte. Dazu bauen wir uns Bahnhöfe hin. Und zwar gütriger Art. Was ist das? Schüttgutverladung, das passt jetzt nicht so gut. Nehmen wir das Ganze auf zwei Gleise und in größter Länge oder in längster Länge. So. Und das machen wir mal eingleisig. Ich bin kein Fan von Kopfbahnhöfen. Ich finde, die schränken dann immer so sehr ein. Daher baue ich die jetzt einfach mal als Nicht-Kopfbahnhof. So. Zack. Wieso liegt denn hier ein Stück Gleis? Warum kann ich das nur so kleinteilig wegmachen? Was soll das? So. Interessant. So, und jetzt einmal hier rein. So, einmal hier Bahnübergang. So. Und dann haben wir das auch schon im Grunde genommen angeschlossen. Hier einmal bitte schön weichen. Das macht die Weiche, sie weicht. Ne? So, haben wir. Und dann machen wir ja, ich glaube, wir machen besser zwei einzelne Linien. Von hier nach da wäre Rohölzulieferer GZ Stonewall 1. So, einmal kopieren und dann neue Linie. Zack, von hier nach da. Und das wäre dann Zulieferer Nummer 2. Wir würden gute Dinge daran tun, wenn wir jetzt ein Depot uns hinbauen würden. Ich habe ein neues Depot installiert. Das ist jetzt nicht neu in diesem Sinne, aber ich hatte es halt einfach vorher nicht. Und zwar das hier, glaube ich. Ich glaube, das ist das hier. Achso, ich wollte es jetzt nicht höher machen, sondern verschieben. So, ein bisschen drehen. Zack. So. Einmal da rein. Und einmal da rein. Und dann können wir einmal hier. Ist das eine Weiche? Nein.
einmal so raus. Und einmal hier so da rein. Dann haben wir das auch schon so ein bisschen angeschlossen. Natürlich alles unter Vorbehalt machen wir dann irgendwann vielleicht noch weg. Dann bräuchten wir Signale. Nehmen wir mal, warum nicht mal ein Formsignal. Einmal dahin, dahin. Dann brauchen wir hier eine Weiche. So, einmal hierhin, dorthin, hierhin, dahin und dorthin. Und dann können wir uns Züge kaufen. Und zwar hätte ich gerne... Schauen wir doch nochmal beim Diesel vorbei. Ja, wie wäre es denn hier mit so einer... Wobei, das ist eher so eine Lok, die würde ich für eine weite Distanz einsetzen. Class 66 auch so. Sowas vielleicht. Ja, wobei, wir hatten gerade schon ÖBB, SBB. Vielleicht doch eher wieder was DB-mäßiges. Wie wär's denn mit einer 151? Und zwar... Ah, bei denen ist mir, glaube ich, irgendwann mal das Spiel abgestürzt. Da habe ich ein bisschen Angst. Doch keine 151. Hier, 185. Passt doch immer. Metronom? Nee, nicht so. Dompteur gesucht. Das passt. Dann einmal Wagen, bitte Cargo-mäßig. Gütertyp hätte ich gerne Rohöl. Da. Diese Schwerölwagen, die sind sehr schön. So. Kaufen wir uns. Und das ist dann Linie Nummer 2. Und dann... hier, wie wär's mit so einer V100? Und dann... Rohöl und die V100 hier, solche Wagen. Schön klein. Ja, können wir ordentlich was dranhängen. So, 200 Meter. Und du kommst auf Linie 1. Dompteur gesucht. Sehr schön. Ja, das klingt doch herrlich. So, dann sollte hier auch bald was produziert werden. Genau. Jawohl, das müsste soweit passen. Der geht dann hier rein. Zweigleisig ist es soweit und die teilen sich nicht das Gleis. So, und der müsste jetzt auch hier rauskommen. Hier, V100. Baureihe 204. Auch schön. Schauen wir mal ganz kurz zu, hier beim Ausfahren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, hier liegt schon ein bisschen was rum. Hier liegt noch nichts rum. In der Hoffnung, dass sich das schnell ändert. So, dann haben wir das angeschlossen. Dann können wir eigentlich auch direkt hier den hier mit anschließen. Das für den Fall, dass unser Güterzug bereits raffiniertes Öl mitgebracht hat, also Öl, kann das Öl dann hierher gebracht werden und zu Treibstoff gemacht werden.
Und der Treibstoff wird dann auch wieder mitgenommen. Heißt also, hier könnten wir eigentlich auch den anschließen. Hier in die Gleise rein. Und dann können wir beispielsweise diese beiden Gleise nutzen dafür. Wir haben auch hier vorne noch Erz und Kohle, habe ich gesehen. Auch das wird definitiv noch angeschlossen. Frage ich mich gerade, ob wir das nicht vielleicht mit LKWs machen könnten. Und vor allen Dingen könnten wir denen mal erstmal eine neue Straße spendieren. Einmal über Land. So. So, genau, die fahren hier die Baumstämme hin und her. Beziehungsweise holen jetzt neue Baumstämme ab. Das passt soweit, die fahren hier immer voll, tatsächlich. Ne? Also der kann 20 verbringen und jetzt haben wir hier wieder 22. Also ist das vom Takt her eigentlich gerade ziemlich gut. Hier fährt unser zweiter Zug aus. So. Und wie viel hast du jetzt mitgebracht? Ah, gut. 3. Das ist jetzt erstmal nicht so viel. Naja, sei es wie es sei. Und seien es auch nur 3. Dann würde ich sagen, machen wir das mal hier mit dem Öl. Und zwar machen wir das mit dem Zug, denn die Gleise werden uns dann helfen, auch später hier runter nach Stonewall zu fahren. Wobei müssen wir von hier runter nach Stonewall vermutlich nicht. Aber vielleicht hoch von Stonewall aus hier. Ja, wobei doch, klar, wenn wir die Waren hier hinbringen wollen, wir müssen uns auch darum ein bisschen mehr kümmern, by the way, dass wir tatsächlich die Waren auch in die Städte bringen. Das haben wir meistens etwas vernachlässigt, weil ich glaube, die meisten dieser Städte hier, die kriegen nichts. Nee, ne? Die zum Beispiel kriegen gar nichts. Klar, wenn wir mehr Abnehmer haben, wird auch, glaube ich, mehr produziert. Eisen-LKW-Zulieferung Glückstadt. Ja, wobei hier wird zumindest. Hier wird nur das Eisen hingebracht. Müssen wir uns auf jeden Fall mal gesondert darum kümmern. Aber ich würde jetzt sagen. Wir haben hier tatsächlich schon jemanden und ein großer Teil der Stadt ist auch schon angeschlossen. Und hier Groß-Nildesheim. Gut, da fährt jetzt noch niemand mit, aber die Linie ist ja auch erst recht neu. Ja. Dann machen wir mal hier einen Zug hin. Ich würde sagen, die Straßen können wir mal ein bisschen gerade machen. So. So. Und so. Und dann einmal hier bitte. Eine Güterzugstation. Gerne zweigleisig. So. Hier so mehr oder weniger entlang der Straße. Finde ich immer ganz hübsch soweit. Wobei wir jetzt nicht im Einzelnen der Straße genau folgen müssen. Ach so, müssen sowieso jetzt in die Richtung. Und hier vielleicht ausfädeln. Ja, aber nicht so. Sondern so. Genau. Und das müssen wir noch mal ein bisschen kappen. So. Und dann einmal hier rein. Das funktioniert auch soweit. So, hoffen wir, dass wir auf der richtigen Seite sind. Ich glaube nicht. Aber wir können es auch ab hier eingleisig machen. Okay, nee. Wir haben es eh zweigleisig gebaut. So.
Einmal so und einmal hier rein. Haben wir eine Weiche? Jetzt haben wir eine. So, einmal ein Signal gesetzt. Einmal hier einen Block. Hier können wir nochmal einen Block setzen. Einmal hier bitte ein Signal. Und dann gerne dort ein Signal. Wir können dann hier die Doppelkreuzungsweiche nehmen, fahren dann hier so und können dann hier zweigleisig langfahren. Das müsste funktionieren. Also einmal von hier Stonewall nach dorthin, nach unter Stonewall. Das Ganze wird nicht zweigleisig angenommen. Ja, nee. Moment. Also, ach, jetzt ist es doch zweigleisig. Ja, gut. Hat sich die Linie spontan umentschieden. Das ist dann Stonewall Treibstofffabrik GZ. Ja, Namenskonvention schon lange verworfen. Dann einmal bitte einen Zug, der gerne Treibstoff transportieren kann. Einmal hier beliebig einstellen. Nehmen wir eine Class 66 hier von der DB. Einmal bitte gerne Cargo, und zwar Treibstoff und Öl muss er transportieren können. Zum Beispiel der hier. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Schönes Modell. Haben keine Kameras. Ein Horn haben wir. Ja, das sieht doch hübsch aus. Und die Weiche ist okay. Genau. Der geht dann hier in das Gleis rein und kommt dem anderen Zug nicht ins Gehege. Jetzt haben wir schon ein bisschen was für die Mainline hier tatsächlich zum Abtransportieren. Das ist doch schon mal sehr gut. Wenn auch noch nicht besonders viel Öl. Hier liegt einfach noch gar nichts rum. Achso, das liegt daran, dass hier der Zug gerade... Hm? Was ist denn los mit dem? Warum fährt er denn bitte rückwärts? Okay, dann kriegst du halt noch eine weitere Lok auf die andere Seite. Hier wär's mit einer V80. So. Das ist ja lächerlich. So. Hier steht ein bisschen was, da steht ein bisschen was. Nichts, für das wir so große Züge jemals bräuchten, aber... Warum nicht? Wenn wir sie haben können, warum nicht? Wie sieht es mit dem Baumstamm aus? 47, 48. Da kommt der nächste. Da kommt der nächste. Wir müssen hier mal ein bisschen größer machen, glaube ich. Damit hier nichts verloren geht. Genau. Wobei ich nicht weiß, ob wirklich die Ware verloren geht, ehrlicherweise. Ich kann es nicht einschätzen. Ja, dann haben wir heute ordentlich was geschafft, ne? Haben hier ein bisschen was für Industrie gesorgt, für die Industrie gesorgt, für die Mainline. Und wir haben hier vorne unser Städtchen angeschlossen, Großniedesheim, mit einem Zug, der einmal hier die Alpen überquert und hier vorne hält in Clifton. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal damit dabei, wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.